Du bist daran interessiert zu erfahren, wie man DaVinci Resolve Template Shaders einsetzen kann, damit man Texten und auch anderen 3D-Shapes eine schöne Struktur verleihen kann, um den richtigen Effekt im richtigen Moment zu setzen? Dann bist du in diesem Tutorial genau richtig, das werde ich dir jetzt nämlich zeigen. Also du müsstest zunächst mal auf die Effects Library Effects gehen und dir eine Fusion Composition in die Timeline reinholen und dann in den Fusion Bereich wechseln. Den Media Output schieben wir einfach hier nach unten und dann würde ich zunächst einmal einen 3D-Text reinholen, also Text 3D-Node. Und dann benötigen wir noch einen Render 3D-Node, damit wir das Ganze mit dem Media Output verbinden können. Dann können wir hier einen Text unserer Wahl eingeben, die Größe ändern, dann bei Extrusion noch ein bisschen Tiefe dazugeben, dass das Ganze auch tatsächlich 3D wird und bei Layout das Ganze noch ein bisschen anpassen, vielleicht noch ein bisschen rotieren, wie uns das gefällt. Wenn du hier fein justieren willst, dann musst du die Steuerung-Taste gedrückt halten und dann das Ganze so hin und her schieben. Dann geht er nur in kleinen Schritten vorwärts. Wenn du hier einfach nur so hin und her schiebst, dann geht er in größeren Schritten vorwärts. Und wenn du hier dieses Zahnrad betätigst, dann macht er ganz große Sprünge oder wie man auch immer das Ganze nennt. Und ja. Dann brauchen wir einen Shader. Also wir gehen hier auf die Effects Library, dann auf die Templates und scrollen hier nach unten, bis wir bei den Shaders sind. Und hier gibt es unterschiedliche, also eine Vielzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir uns raussuchen können. Ich nehme mal zuerst dieses Rusty Metal, weil ich finde das ganz hübsch und das macht schon was her. Also rostiges Metall, so sieht der Shader aus. Und damit wir diesen hier einsetzen können, weil die Textnode, die hat kein Material Input, also so Materialeingang. Und deswegen brauchen wir eine Replace Material 3D Node. Dann sagen wir hier Add. Wir verbinden das Ganze hier. So. Und dann gehen wir hier nochmal rein. Und dann sehen wir, dass das, ja, so schick sieht das jetzt auch nicht aus. Wir haben auch gar keine Schatten hier drin. Wir machen zunächst einmal uns ein paar Schatten rein. Und die Schatten machen wir rein, indem wir uns Licht reinholen. Dann brauchen wir zunächst einmal eine Merge 3D-Node. Dann klicken wir hier in den Raum, holen uns noch ein Licht rein. Und zwar würde es sich eignen, entweder ein Spotlight oder ein Directional Light. Ich finde, die nehmen sich nicht so viel. Ich mache mal hier ein Spotlight rein. Du kannst ja mal beides ausprobieren für dich, was dir mehr gefällt. Und wie du siehst, es hat sich immer noch nichts getan. Das liegt daran, dass wir in der Render 3D-Node das Licht und die Schatten erst erlauben müssen, beziehungsweise bewegen oder enablen. Und jetzt siehst du, sieht man gar nichts mehr. Das liegt daran, wenn du hier reingehst, dass das Licht direkt an der Schrift dran ist. Also das hier, das ist das Spotlight und das ist direkt dran. Und dann kann man es ja gar nicht sehen. Und du kannst das hier in dieser 3D-Ansicht wegschieben, aber viele mögen die irgendwie nicht, weil das denen zu kompliziert ist mit der Steuerung. Dann musst du auch nicht dort rein, wenn du nicht willst. Du kannst hier in Media Output bleiben, gehst hier einfach auf Spotlight, auf die Transform-Ebene und dann musst du hier die Z-Ebene, in der Z-Ebene das nach hinten schieben und dann hast du auch dein Licht und hier kannst du ja bei der Rotation ein bisschen, ja, wenn man halt Fallen justieren will, dann muss man hier reingehen, das bisschen so ändern, wenn man das Licht ein bisschen anders haben will oder hier beim Layout entsprechend den Text anpassen, dann sieht man auch, wie das Licht hin und her geht. Dann sieht das Ganze schon besser aus, aber man kann es noch schicker machen, indem man noch in die Rusty, indem man zum Beispiel auch mehrere Lichter draufsetzt, das wäre auch möglich, aber das machen wir jetzt nicht. Wir können noch in der Rusty Metal Node etwas ändern, also das ist keine
Node, sondern das ist eine Gruppe, wie du hier siehst. Du könntest hier auch rechten Mausklick drauf machen und an Group sagen, aber das will ich jetzt nicht machen. Ich mache hier einfach Doppelklick und dann öffne ich mir die Gruppe und dann kann ich einsehen, wie dieses rostige Metall zusammengesetzt ist. Und zwar beginnt das alles mit dieser Past Noise Node. Und wenn ich hier doppelt drauf gehe, sehe ich auch, was hier Sache ist, also wie das Ganze hier eingestellt ist, Details, Contrast und so weiter. Ich könnte das hier auch an dieser Stelle verändern, zum Beispiel Details runtersetzen oder so, dann seht man schon, dann, also das hat auch Auswirkungen hier auf Media Output, dann sieht das plötzlich alles so aus, weniger schick, also machen wir mal Details wieder hoch. Es soll ja nach rostigem Metall aussehen, also so wird das halt eben aufgebaut und hier in Color sehen wir auch den entsprechenden Gradient, wie hier die ganzen Farben aufgebaut sind. Also falls du die Farbe ändern möchtest, dann wäre das die richtige Stelle hierfür. Dann haben wir hier diesen Lumark hier, eine Maske und hier die Bumpmap, die ist auch immer sehr interessant. Alle Shaders, die sind ein bisschen anders aufgebaut, aber sehr ähnlich und die haben fast alle eine Bumpmap. Und die Bumpmap, die ist für die Oberflächenstruktur verantwortlich. Und zwar wird in die Bumpmap so ein Bild reingegeben. Dieses Bild ist definiert durch helle und dunkle Stellen und diese Bumpmap, die setzt sozusagen das so zusammen, dass die hellen Stellen, die kommen nach oben und die dunklen Stellen, die kommen weiter nach unten und somit entsteht halt eben eine Oberflächengeometrie. Und hier Height Scale können wir die Höhe auch noch anpassen. Ich gehe mal hier wieder auf Media Out, lasse ich mir den anzeigen im Viewer. Und jetzt können wir das Ganze hier höher stellen. Ich zoome mal hier rein, damit du besser siehst, was wir hier machen. Und dann siehst du, kommen hier auch mehr Details, also mehr Struktur rein. Und dann sieht das Ganze schon deutlich schicker aus. In der Word-Node, da kommt dann alles zusammen. Da kann man auch nochmal die Reflection ziemlich gut einstellen. Also die, wie das Ganze hier sozusagen reflektiert wird, das Licht, wenn man möchte. Man könnte hier auch das Licht eine andere Farbe auswählen, aber ich denke nicht, dass das hier wirklich sinnvoll ist, aber falls man einen bestimmten Effekt setzen möchte, hier wäre halt eben der, hier wäre die richtige Note dafür. Und ja, so sieht das Ganze aus. Dann möchte ich das Ganze hier auch wieder schließen und dann können wir mal einen anderen Shader ausprobieren und schauen, ob das Ganze auch hübsch aussieht. Und zwar, welchen Shader ich auch ganz nett finde, das ist dieser Lizard Shader. Ich setze den mal hier oben, weil wir werden den auch gleich nochmal aufmachen. Und hier sieht man auch, wenn ich hier mit der 2 mir das anzeigen lasse, dann sieht das Ganze so aus und im Media Output sieht das Ganze so aus. Lizard, das ist die Eidechse. Also wir können das hier so größer machen, beziehungsweise an Group machen. Hier ist deutlich mehr aufgebaut, beziehungsweise sieht das nach mehr aus, aber nicht erschreckend. Das ist hier eigentlich sehr ähnlich wie dieses Rusty Metal. Und zwar kannst du hier auch immer reinklicken und dir das Ganze im Viewer anzeigen lassen. Und zwar sind diese Ellipsen, es ist nichts weiter als diese einzelnen Schuppen der Eidechse. Dann kommt hier einfach ein Background in mit Alpha Node rein, dann wird das Ganze abgeschnitten und mit der Transform Node wird halt eben das Ganze zusammengesetzt und dann kommt das Ganze auch hier zum einen direkt rein und zum anderen wird hier über die Fast Noise nochmal eine Farbe gemacht, ist so, weil hier haben wir noch keine Farbe und dann kommt das hier zum einen direkt rein für die Reflexion. Hier wird die Farbe gemacht, das ist wieder eine Fast Noise Node. Hier könnte man wieder die Farbe anpassen. Color Grain, da wird das Ganze sozusagen noch ein bisschen besser strukturiert. Und in der Bump Map, da kommt wie gesagt dieses Muster rein und alles was weiß ist, das kommt nach oben und alles was schwarz ist, das ist dann weiter nach unten. Somit kommt eine Oberflächenstruktur zustande und ja, in der Ward
Note, da könnte man auch nochmal die Reflexion anpassen, wenn man das möchte. Ich gehe mal hier zurück auf Media Out. Und was wir hier sinnvollerweise machen können, ist in die Transform-Note reinzugehen und hier die Größe anzupassen, weil die Schuppen der Eidechse sind, finde ich, hier ein bisschen zu klein. Und wie gesagt, wenn man es schicker haben möchte, ist auch lohnt sich immer in die Bumpmap noch reinzugehen und eventuell High Scale ein bisschen hochzusetzen, damit hier mehr Struktur reinkommt und das Ganze interessanter aussieht. Das ist auch alles, was schon dahinter steckt. Und dann will ich dir noch einen letzten Shader zeigen, nämlich diesen Carbon Fiber, weil der ist ein bisschen anders. Also wie gesagt, die sind alle sehr ähnlich, aber ein bisschen anders sind manche aufgebaut. Und bei manchen kann man halt eben gar nicht so richtig reinklicken, weil dieses Carbon Fiber, also diese einzelne Note, die ist eigentlich auch eine Gruppe, aber wie du siehst, kann ich die hier nicht öffnen. Die wurde halt so zusammengestellt, dass sie sich nicht öffnen lässt. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja trotzdem hier Controller, wie ich diese steuern kann. Und zwar kann ich zum Beispiel diese Fiber, also dieses Eisenstruktur größer machen. Dazu müssten wir wieder diese Transform Node bzw. Transform Controller uns hier irgendwie raussuchen. Und dann haben wir hier Scale und dann könnten wir das Ganze hier hochskalieren in der Breite und auch in der Höhe, so wie uns das Ganze gefällt. Und man könnte das hier zum Beispiel auch rotieren, wenn man das machen möchte. Und ja, und ansonsten kann man sich halt eben hier noch schauen, man kann hier auch Farben ändern, muss es hier einfach nur ein bisschen durchklicken und dann kann man hier schon ziemlich viel machen. Man hat hier auch eine Dirt Texture, also das ist hier diese Unebenheiten, die halt eben zu sehen sind. Man kann das Ganze wegmachen, dann hat man sehr saubere Kästchen oder man kann das Ganze höher stellen, dann sieht man mehr so Rauschen zwischendrin, je nachdem, was für einen Effekt man erreichen möchte. Und das Ganze, das lässt sich aber nicht nur für Text anwenden, sondern man kann das Ganze auch auf Shapes anwenden. Also gibt man hier einen Shape, 3D, und das können wir hier auch in die Merge Note verbinden, dann könnten wir den Text zum Beispiel kleiner machen und in die Ecke schicken, da wir den jetzt nicht brauchen. Und bei der Shape Note, da kannst du also hier bei Shape dir aussuchen, welche Shape du gern haben möchtest. Zum Beispiel könnte man da sich einen Zylinder holen. Den mache ich mal hier ein bisschen kleiner, dass man das besser darstellen kann. Dann kann man den hier auch noch ein bisschen drehen. Zum Beispiel so. Und da können wir einen Shader auch dazu verbinden. Zum Beispiel diesen Goldbump. Und hier können wir den aber direkt rein verbinden. Ich zeige dir das auch hier. Der 2, so sieht das Ganze hier aus und im Output sieht das Ganze so aus. Das geht mit den Formen, geht das auch ein bisschen einfacher, finde ich, wie mit den Text. Also da muss man weniger anpassen dann hier drin. Man setzt die einfach hier rein und dann passt das meistens. Oder auch hier Cobblestone. Das geht immer auf. Nicht verwirren lassen, wenn das so drin ist. Das ist einfach nur die Zusammensetzung, wie das Ganze ist. Und ja, auch hier kann man natürlich reingehen und wenn das Muster einem hier zu klein ist, einfach immer die Transform-Note sich raussuchen und dann in der Size das Ganze vergrößern. Und hier haben wir genauso eine Bump-Map, da können wir auch Height-Scale höher setzen, dann kommt hier mehr Struktur rein. Funktioniert also analog genauso.
Mein Name ist Sofia, ich hoffe, dieses Tutorial war hilfreich für dich. Solltest du noch Fragen und Anregungen haben, dann schreib mir unten in den Kommentaren. Ich gehe auf jeden Fall darauf ein. Und ansonsten freue ich mich, dich im nächsten Tutorial wiederzusehen.